Klopp, klopp. So, und damit herzlich willkommen zurück bei Grounded. Wir haben es sogar recht gut hierhin geschafft und können jetzt diese wunderbare Tür sprengen. Ah! Oh sie ja. Sie zurückgeflogen. Künstler. Au! Abnelle? Ich traue mich auch kaum durch dieses Gebiet überhaupt zu laufen. Dann nicht nochmal sprengen. Zum Nutzen halten. Zum Nutzen halten. Drücken. Fertig. Nee, ich habe nur nicht gehalten. Deswegen sage ich ja drücken. Fertig. Es hat rot geleuchtet. Ich musste es drücken. Oh, Faserverband. Möchtest du noch einen haben? Hier ist noch ein weiterer. Ich habe jetzt 5 im Inventar. Hier sind noch Marmorscherben. Ganz oben Quarzit. Irgendwas erforschbar? Ja, Martenklinge. Wow, das ist Science. Ah, jetzt. Kann man hier bauen? Nö. Schade. Kiste. Quarzitscherben. Was sagst du, Timo? Ich gucke rein und... As always, perhaps she should have been the inventor and not me. I should have listened to her when she insisted that I stop the experiments. But if I pack it up now, I will have nothing to show for it. No Trudy and the kids, no Spacer, not even my own health. The longer I'm here, the more I'm lumping up, aging, folding, raisining. But why? What am I becoming? A wrinkly virus, flailing helplessly in the dirt with the mushrooms. They are my family now. Though we only branched on the evolutionary tree a little over a billion years ago, I can feel us getting closer again already. We're all a bunch of fun guys down here, aren't we? Oh, don't look at me like that. At least no one ever heard of a raisined mushroom, did they? Did they? So ganz verstehe ich das nicht. Ich glaube, er wird langsam wahnsinnig. So langsam verstehe ich das auch ein bisschen, ja. Den linken Teil verstehe ich nicht so ganz, aber dieser Graph. Days shrunk, received age. Also du 10 Tage geschrumpft bist, bist du schon irgendwie 5 Jahre gealtert. Nach 90 Tagen... wie 20, beziehungsweise dann geht's einfach noch exponentiell nach oben. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Doktor. So, Wet Ham. Er ist einfach verschrumpelt. Leb wohl, Wendel. Wendel, was könnte ich in diesem Brief sagen, worüber wir in den letzten Jahren nicht geschritten haben? Gibt es überhaupt noch etwas zu besprechen? Es bricht mir das Herz. Aber wir brauchen eine Veränderung. Es tut mir leid. Ich kann die Tränen einfach nicht mehr ertragen. Die enttäuschten Gesichter unserer Kinder, Nacht für Nacht, während ich so tue, als würde alles besser werden. Wir ziehen deshalb nach Norden, zu meiner Schwester. Ich brauche Zeit, um nachzudenken und zu überlegen, wie es weitergeht. Bitte ruf mich nicht an. Ich werde nicht rangehen. Wenn du mit mir darüber reden willst, wie es mit uns weitergeht, musst du dich von deiner Arbeit losreißen und herkommen. Ich werde dich immer lieben, Wendel, und finde es schrecklich, dass du so weit gekommen bist. Aber es ist, wie es ist. Bitte pass auf dich auf und vergiss nicht, ab und an etwas Gesundes zu essen. Deine noch nicht Ex-Frau, Trudy. Wahrscheinlich hat er deswegen den Fisch Trudy 2 genannt. Erstmal. Hier haben wir eine Wegmarkierung gesetzt, weil da ein Kaugummi ist. Aber Schaufelstufe 2. Bisschen teuer. Keine Ahnung, wie wir die herstellen. Das ist Science. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich aua. Hinter dir? Will da nicht rein. Achso. Klick, 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 klick. Oh, man kann es öffnen. Kann man es auch wieder schließen? Nein. Okay, das kann man nicht. Ich hatte ja gehofft, man kann es abblocken, aber meinen kann es nicht.
Ja. Alter, ich will da nicht rein. Also den Standard-Fristelkäfer kriege ich mit beinahe einem Schuss weg. Pass auf, da steht er direkt neben dir. Ich sehe keinen. Glaube ich, vorbeigelaufen. Wo bist du hin? In der Ecke lag Raw Science. Science. Au. Und ich denke noch so, bleibt der jetzt wirklich da stehen? Ah ne, falsch. Das. Oh, das gibt's doch nicht. Wie schnell wächst die Scheiße nach? Ich glaube 5 Sekunden. Ich hatte das letztens mal mitgezählt. Da ist nochmal eine Tür versperrt. Jetzt nochmal links runter. Da kommen wir aber nicht durch, da sind wieder diese komischen feuchten Wurzeln. Mal wieder eine Stufe 2 Dolch. Ja, so ein Messer. Das Ding ist, das kostet diese Knochen und ich bin zu faul, die zu suchen. Du musst ja die ganze Zeit nur den Boden abschwirren und hoffen, sowas zu finden. Wieder ein Rüsselkäfer. Timo, ladies first. Attempts to reverse cell age in mushrooms seem to be going well. Mutations are volatile but productive. The shift from phase 1 to 2 was almost a blur. There might be a reason it seemed like a blur, if I may be so bold. Well, who asked you, Burgle? Shouldn't you be tending to your tasks instead of eavesdropping through the intercoms? Huh? Now, where was I? Oh, yes! My friends, Marasmius Aureatus here. The answer is hiding in that moist, supple flesh. And once I have it, I'll be back to normal Wendell in no time. Just like it was before this all fell apart. I'll walk into that presentation room and show those ominent schmucks I belong. How do you like that, Director Schmechter? Truly, and the kids will come back. Everything will be back to normal. I just need these blasted shrooms to reveal their secrets to me. Forgive me, Dr. Totoli. Did you say you wanted mushrooms on that? Wieso habe ich das Gefühl, dass Wendell sich genauso wie diese Pilze verändert hat? Wow, scheiße. Wie gesagt, ich gehe ruhig vor. Ist die, na, die Tür ist aber versperrt. Aua, aua, aua. Denkt mal, alle 5 Sekunden. Kann man das öffnen? Ah. Achso, du bräuchtest wahrscheinlich ein, Du kannst eigentlich nichts reinlegen in die Kiste. Ah. Ah, jetzt ist... Welche Tür ist das? Wahrscheinlich die, vor der wir eben standen. Brauchst du was zum Heilen? Ich hab noch. Sehen. Muss halt einfach ganz schnell durchrennen. Ja, oder innerhalb von 5 Sekunden hinter mir herlaufen. Bisschen Käferrüssel. Hier eine Tür? Ah ja, genau. Fliegen hört man schrei. Ups.
Sonst gibt's hier nichts. Okay. Ergebnisse der Phase 3. Explosiv. Die Mutation in Phase 3 schreitet mit einer Geschwindigkeit voran, die ich nicht einmal ansatzweise beziffern kann und habe mittlerweile auch die örtliche Fauna befallen. Ich kann mein Bedauern kaum in Worte fassen, dass ich für diese armen Wesen empfinde, die zu gefräßigen und explodierenden Monstern mutiert sind. Alle Versuche, die Veränderungen in den seltsamen Sporen oder Kreaturen umzukehren oder zu verlangsamen, waren erfolglos. Ich habe Birgel gebeten, alles im Auge zu behalten und Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Sicherheit des Labors zu gewährleisten. So schrecklich diese Situation auch sein mag, ich bin mir mittlerweile sicher, dass Rohwissenschaft ein Katalysator für Wachstum und Veränderung ist. Für Wachstum und Veränderung, das stopfen wir die ganze Zeit in uns rein. Okay. Sperrt. Nein? Ja, toll, jetzt ist hier hinten versperrt. Warte mal, ich bin mal. Nicht lange. Hä? Wo ist der denn? Ne, gescannt ist der auf jeden Fall. Landmilbe, Larve, infizierte Sauselkäfer. Wasserspinne, Hartschlange, Raumwasserfall, infizierte Marienkäfer. Infizierte Marienkäfer. Gegen Hammer. Oh, natürlich sind noch Larven dabei. Alter! Ja, weil der Marienkäfer leider nicht gereicht hat. Au! Natürlich sind an den Rennen. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ja, natürlich hat auch Milben. Oh ja, die sind in diesen Behältern drin. Wenn das Vieh die aufsprengt, dann kommen die da raus. Oh, ich dachte, ja gut, die Milbe muss mich ja erstmal erreichen. Schießende Milbe. Ja, ich bin tot. Warte. Das war klar, ich hatte sowieso nur noch so 2% Leben. Das ist. Jetzt haben wir natürlich auch keinen Spawnpoint hier in der Nähe. Nee. Alter. Nee. Ich schaff's ja nicht, als mich irgendwie andersweise selber zu heilen. Ernsthaft? Ich bin in diesem kleinen Gang und hier ist einfach der Marienkäfer mit drin. Jo. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, aber der steckt da drin fest. Mit dem Bogen brauche ich die gar nicht jetzt anzugreifen. Ich schaue mich dann eher so an und lächeln. Fast kaputte Rüstung. Wie soll das gehen? Ich werfe jetzt einfach mal eine Bombe da drauf. Vielleicht hilft das ja was. Wie so viel Leben hat er jetzt? Bisschen Schaden macht denn das, aber. Irgendwas. Aha! Yeah. Irgendwas. Ich laufe hier direkt mal in den nächsten. Bombardier Marienkäfer rein. Frisch. Stechen. Ja gut, Resistenz gegen Sprengsätze. Ich
Ich meine, wir haben jetzt wenigstens das Glück, dass der sich da irgendwie festgepackt hat. Ich schieße gerade einfach nur ganz mutig Pfeile hin, weil der kann mich ja nicht treffen. Wenn du da bist, der ist in diesem Gang, wo wir da reingekommen sind, ne? Ja, die Tür ist. Jetzt mal die Tür wieder aufmachen. Dass die Tür sich wieder einem verriegelt, ist schon leicht. Na gut, das soll jetzt so eine Arena sein, ne? Ja, ich kann die auch nicht aufmachen, während du da drin bist. Na gut. Dann warte noch etwas. Ach, ich liebe dieses Spiel. Er ist da schon halb runter, ja. Ungefähr auf ein Drittel ist er jetzt. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ja, ungefähr ein Viertel. Eieiei, was für ein hässliches Vieh. Okay, zwei von diesen komischen Balken hat er noch. Oh, ich hab grad gerade jetzt befreit. Weil dann wäre ich wahrscheinlich wieder einfach zurück in den Gang gegangen. Nein, er hat sich wieder reingepackt. Nein, er ist wieder hier drin. Hilfe! Jetzt dachte ich, ah, so schön easy. Aha, ich habe ihn betäubt. Das hat ja lang gehalten. Alter. Weh, du backst dich wieder hier rein. Bleib da hinten. Oh nein, oh nein, oh nein. Alter, ich hatte ihn fast down. Dann hat er diesen kompletten Gang hier zugesprengt. Räch mich. Keine Ahnung, ich kann diesen... Jetzt müssen wir da öffnen können. Ich bin gestorben. Na, geht nicht. Ach, jetzt geht die Tür von alleine auf. Keiner mehr drin ist, geht die Tür auf. Kleeblatt dreimal und zwei Sprösslinge. Einmal, zweimal. Dreimal. Was für ein epischer ja, Kampf. Da. Oh, da liegen unsere beiden Rucksäcke im Gang. Mhm. Meinen dürftest du aber gerne da lassen. Nein! Nein, oh Gott! Ich hatte die Gasmaske nicht an. Jetzt muss ich erstmal zurück in die Basis laufen, um mir meine Gasmaske nochmal zu holen. Meine zweite herzustellen. Na gut. Bedanke ich mich fürs Zusehen.
Bis zum nächsten Mal. Dann wieder zurück in der Basis mit neuer Gasmaske. Tschüss.